schäme mich sozusagen ein Deutscher zu sein, obwohl ich nichts verbrochen hatte, aber meine geliebte deutsche Sprache wird mir verdächtig, weil aus dem Grund, aus dem diese schöne Literatur erwachsen ist, aus demselben Grund sind ja Übermut und Hass erwachsen und Mordgier in unglaublichem Maß. Und ich hasse und verachte das Land. Immer wieder fällt uns auch auf, dass wir in einem Land leben, das tiefkrank ist. In einer Landschaft der Lüge. Und es gibt Menschen jeder Bildungsstufe, die lügen bis zum Letzten. Was wäre, wenn Berlin angegriffen wäre? Dann würden wir andere Debatte haben. Sie als jemand, der als Pfarrer gearbeitet hat, würden Sie zur Waffe greifen? Würden Sie auf jemanden schießen? Ich würde mir wünschen, es nicht tun zu müssen. Aber in einem solchen Fall würde ich es tun, ja. Ich hasse und verachte das Land. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Er hat noch viel vor in seinem Ruhestand. Der Altbundespräsident richtet sich ein. Hier im ersten Stock eines Bundestagsgebäudes entstehen 9 neue Büros. Allein eine neue Toilette, einschließlich Sicherheitstüren, soll 52.000 Euro kosten. Neue Möbel schlagen mit 35.000 Euro zu Buche. Das Gehalt von 5 festen Mitarbeitern beträgt rund 385.000 Euro jährlich. Ohnehin steht dem Altpräsidenten ja ein Ehrensold von 236.000 Euro jährlich. Ich hasse und verachte das Land. Ja, da gibt es etwas, was wir heilen müssen, was wir verbessern müssen, wo wir miteinander neu diskutieren müssen, dass die einzelnen Bevölkerungen, denn die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem. Erstens, Lenin hat gelehrt, wenn du die Macht einmal hast, gib sie nie wieder auf. Zweitens, um das zu erreichen, schaffe die Herrschaft des Rechtes ab. Und mache dir das Recht untertänig. Das Recht als Gehilfe der Macht. Drittens, erlaube keine kritische Öffentlichkeit. Das freie Wort und die freien Medien und die freie Forschung, das muss runtergedimmt werden und muss einstimmig werden. Viertens, verschaffe denjenigen, die um ihre Rechte kämpfen, etwa als Arbeitnehmer, keine eigenständigen Kampforganisationen, sondern zähme die Gewerkschaftsbewegung. Mache sie zu einem Organ der Staatsmacht oder der Interessen des Staates. Fünftens, wenn das nicht ausreicht, schaffe ein System, das jederzeit bereit ist, großflächig Angst zu verbreiten. Dazu brauchst du einen Angstapparat, einen Geheimdienst, der den Leuten Angst machen kann und so ihre potenziellen Möglichkeiten runterdimmt. So. Ich hasse und verachte das Land.